Hallo und herzlich willkommen wieder zu Wissenschaft fürs Wohnzimmer. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wir haben heute Josephine Lenz und Matthias Fuchs zu Besuch, die euch vorstellen, was die Permafrostböden machen oder dass sie vielleicht auch nicht mehr von Dauer sind. Falls ihr Fragen habt, wie immer, schreibt sie in den Chat und wir geben sie direkt an Josephine und Matthias weiter. Falls ihr unser Video im Nachhinein guckt, könnt ihr gerne Fragen in der Kommentarleiste unter dem Video loswerden und wir werden sie beantworten. Bevor wir aber starten, wollen wir uns alle wie immer auch kurz vorstellen. Ich bin Miriam, ich arbeite am Alfred-Wegener-Institut und arbeite mit einem biogeochemischen Ozeanmodell. Das heißt, wir übertragen praktisch alles, was so im echten Ozean passiert, in den Computer, versuchen unseren künstlichen Ozean zu erstellen, der dem echten relativ nahe ist, um dann testen zu können, was wäre, wenn das CO2 in der Atmosphäre weiter steigt, oder wenn es immer wärmer wird und welche Auswirkungen hat das auf den Ozean. Ja, moin zusammen. Mein Name ist Matthias. Ich war ja auch schon ein paar Mal dabei, bin genau wie Miriam auch am AWI und untersuche da die Arktis und zwar, wie sich die mikrobiellen Gemeinschaften allgemein in der Arktis verändern im Zuge des Klimawandels. Genau, hatte darüber auch einen Vortrag vor einiger Zeit ja schon gehalten im AWI-Hausgarten. Genau, aber wir gehen jetzt halt in unserem Vortrag heute vom Meer eher Richtung Land und dann gebe ich gleich mal weiter an Matthias und Josephine. Viel Spaß dabei. Ja, hallo, mein Name ist auch Matthias, ich bin vom AWI Potsdam und ich werde dann vor allem im zweiten Teil ein bisschen was über Kohlenstoff im Permafrost erzählen. Ja, hallo, ich bin Josephine. Ich arbeite mit Matthias zusammen am Alfred-Wegener-Institut. Ja, und ich arbeite in der Permafrostforschung über viel in Alaska unterwegs und bin heute hier in meinem Wohnzimmer, 3 Meter weiter entfernt auf der Terrasse, nicht ganz allein. Habe mich also, weil es Wetter noch schön ist, nach draußen begeben. Und damit starten wir jetzt und ich nehme euch mit, oder wir nehmen euch mit in die Arktis. Wir reisen in die Arktis und wollen euch den Permafrost näher bringen, den Dauerfrostboden, der vielleicht nicht mehr von Dauer ist, weil sich hier auch durch starke Erwärmung ja, Veränderungen abzeichnen. Und ich habe euch im Hintergrund aufgehängt eine ganz neu entwickelte oder neu aufgelegte Karte von Permafrostverteilung. Ihr seht also schon, wir reden über eine ganz schön große Fläche, die ja, geprägt ist von diesem Dauerfrostboden. Und das ist, was ihr im Hintergrund hier sehen könnt. Das ist der Dauerfrostboden in Sibirien. Wir befinden uns hier gerade ja, an einem der längsten Flüsse der Welt, an der Lena, die in den Arktischen Ozean mündet, auf der Insel Sobo-Sise. Und ihr könnt hier eine Steilküste erkennen, die fast 30 Meter hoch ist, ich glaube 27 Meter. Matthias war da vor Ort und hat das Foto gemacht. Und wir sehen ja, einen gefrorenen Untergrund. Wir sehen auch fast reines Eis, die hellen Schattierungen. Das ist ja, wirklich reines, gefrorenes Wasser. Und auch Schuttablagerungen am Fuße von diesem Hang könnt ihr sehen. Dort wurde Permafrost abgetragen, getaut. Und die Küste schreitet hier auch wirklich schnell zurück. Matthias sagt, glaube ich, 12 Meter, 15 Meter pro Jahr. Also eine ganze Menge Land, was hier auch dem Meer wieder zugeführt wird. Dauerfrostboden wird also ja, recht einfach definiert über die Temperatur. Also bei weniger als 0 Grad für mehr als 2 Jahre reden wir von Permafrost. Also nicht bei dem Boden, den wir hier in Deutschland haben, der im Winter hoffentlich ab und zu mal friert. Das ist kein Permafrost, sondern dauerhaft gefrorener Untergrund. Und auch der wird stark beeinflusst durch warme Lufttemperaturen. Wir wollen in der Folge auch darüber sprechen, wo Permafrost ist, dazu eben die mitgebrachte Karte und was für eine Rolle Permafrost spielt im Klimasystem und hier vor allem heute einen Schwerpunkt setzen auf den Kohlenstoff im Permafrost. Und ja, ein kleiner Cliffhanger, wir wollen nächste Woche auch nochmal über Permafrost sprechen, aber hier vor allem über sich verändernde Landschaften. Dazu noch am Ende ein paar Worte. Ja, diese braune Fläche hier ist das, was wir, die Fläche, die wir durch Permafrost geprägt oder die durch Permafrost geprägt wird, auf der nördlichen Hemisphäre. Wir sind also auf der Nordhalbkugel und etwa ein Viertel der Landfläche ist von Permafrost unterlegen, von dem Dauerfrostboden. Und nicht nur das, sondern wir haben sogar Permafrost unter dem Meer, also submarinen Permafrost, der sich zu Zeiten gebildet hat,
wo der Meeresspiegel sehr viel tiefer lag und wo die kalten Lufttemperaturen auf den Untergrund tief frieren konnten. Später, dann nach der Eiszeit, hat sich der Permafrost, der Meeresspiegel gehoben und diese Flächen überflutet. Aber es ist immer noch etwas sozusagen fossil vorhanden übrig, was ja auch langsam am Auftauen ist, weil es unter den heutigen Bedingungen gar nicht gefroren vorliegen würde. Und dieser submarine Permafrost ist diese blaue Fläche. Und die braune Fläche, da seht ihr auch eine Abstufung von dunkelbraun zu hellbraun. Und letztendlich ist es so, dass der Permafrost natürlich im Norden am kältesten ist und am tiefsten gefroren wurde und weiter in den Süden nicht nur ausdünnt, also weniger mächtig ist, sondern auch nicht mehr ganz flächig vorhanden ist, also wird dann sporadischer und fleckenhafter. Und das ist diese hellere Schattierung. Was ihr auch sehen könnt, ist, dass wir viel Permafrost im tibetischen Hochland haben und im Himalaya, aber auch in anderen Gebirgen. Also auch mit zunehmender Höhe in den Gebirgen nehmen die Lufttemperaturen bekanntlich ab. Und auch hier hat sich Permafrost gebildet. Und tatsächlich haben wir sogar Permafrost in Deutschland. Wir haben ein paar Hektar auf der Zugspitze im Wettersteingebirge, wo wir Permafrost vorliegen haben. Und auch dort gibt es Veränderungen und Erwärmung dazu, dass dieser Kitt in den Festgestein dazu führt, dass es hier auch Rutschungen gibt und Bewegungen. Jetzt habe ich schon gesagt, Gebirge, Permafrost ist also nicht nur in den Flachländern der Arktis, sondern auch in Festgestein vorhanden oder in Torfen oder in allen möglichen Untergründen. Also Permafrost ist quasi nur durch Temperatur definiert und betrifft jede Art von Untergrund. Und so sieht das Ganze von oben aus. Wenn man über die arktische Landschaft fliegt, dann sieht man vor allem, dass es sie baumlos ist, größtenteils. Manchmal auf Flussniederungen gibt es auch kleine Bäume und sonst gibt es ja so Zwergwuchs von Büschen. Also eine unglaublich weite Landschaft, wo man den Blick schweifen lassen kann. Das ist ganz spannend zu sehen. Und wir sehen aber auch ganz spannende Strukturen. Und das ist, sind hier diese Frostmusterböden auf der linken Seite. Hier mal so nachgezeichnet, wie die aussehen. Also ja, mehrkantige Strukturen, Polygone. Und die werden tatsächlich dadurch gebildet, dass dort Eis im Untergrund ist. Und das könnt ihr auf der rechten Seite sehen. Da schaut ein Kollege sich mal einen kleinen Eiskeil an. Die sagen dazu Eiskeile. Und die bilden sich auf eine ganz spannende Art und Weise und sind insofern wichtig, weil dieses Eis ja auch taut und entsprechend wegfließt und Bodensackungen hervorrufen kann. Wie kommt also dieses Eis in den Untergrund? In den kalten Wintern friert der Boden so weit an, dass er auch Risse bildet und sich in diesen Rissen das Schmelzwasser aus dem nächsten Frühjahr sammeln kann. Und in der Folge kann im nächsten Winter wieder ein neuer Riss entstehen, typischerweise genau in der Mitte von dem alten Eiskörper. Und es kann wiederum nächsten Frühjahr durch Schnee, in der Schneeschmelze sich Wasser in diesem Eis, in diesem Riss bilden. Und das über Jahre und Jahrtausende hinweg, sodass sich richtig große Eiskörper im Untergrund bilden, zu denen wir Eiskeilen sagen. Und die hohes Potenzial für Bodensackung und Absackung des Bodens bilden. Und hier mal so ein Beispiel von einem wirklich imposanten Aufschluss. Das ist in Alaska im Iqaluit River, wo unser Kollege gearbeitet hat und auch zu Kohlenstoff geforscht hat. Und hier seht ihr, wie im Vergleich mal ein Mensch da in so einem Eiskeil hängt. Also wirklich, das sind ungefähr 30 Meter Höhe, wo sich über Jahrtausende hinweg Eis über die ablagern konnte. Tatsächlich haben wir uns auch mal in Eisnähe befunden, als das skandinavische Eisschild bis Nord Europa oder bis Norddeutschland reichte. Und im Umfeld ist ein Foto in der Aufnahme aus der Luft hier in Brandenburg, wo man jetzt hier ein kleines Mysterium auflösen darf. Es waren keine Aliens, die diese Strukturen gebildet haben, sondern hier waren mal Eiskeile im Untergrund, also Permafrost im Untergrund. Und nach dem Abtauen haben sich diese Eiskeile gefüllt mit anderen Materialien wie Sanden. Und entsprechende Strukturen sind heute auch noch zu sehen. Josefina, ganz kurz, wir haben eine Frage im Chat, und zwar ist die Frage, gibt es Spuren von Paläopermafrost? Also kann man erkennen, wo früher mal Permafrost war? Darauf bist du gerade ein bisschen eingegangen. Das heißt, man kann auch wirklich sehen, dass da
sich mal vor vielen, vielen Jahren Permafrost befunden hat? Genau, das ist tatsächlich so, dass diese Eiskalkstrukturen ganz eindeutige Anzeichen dafür geben. Hier sehen wir gerade, können wir quasi drauf schauen, die Sicht von oben mal aus einer alten Luftaufnahme. Man kann aber auch in Aufflüssen in Frankreich zum Beispiel wunderbar oder in Luxemburg kann man wirklich diese Eiskeilstrukturen jetzt gefüllt mit anderem Material erkennen, die uns Hinweise geben, dass da mal Permafrost war. Weitere Hinweise sind auch, wir sagen dann Kryoturbation, also Verwirkungen im Untergrund, die durch die Dynamik des Eises, was sich ja beim Frieren auch ausdehnt und beim Wärmerwerden ja zusammen die sozusagen, kann ich richtig so Verwirkungen im Boden bilden. Und die kann man auch noch wirklich in einfachen Bodenaufflüssen erkennen heutzutage. In Nordeuropa bei uns und anderen Regionen der Erde. Dankeschön. Ja, danke für die Frage. Ja, ich bin mir sicher, ihr habt schon viel darüber gehört in den Medien, aber auch über verschiedene Kanäle wie diese hier, dass sich die Arktis über die letzten Jahrzehnte stark erwärmt hat. Hier mal so eine einfache Animation, die uns zeigt, dass der arktische Raum sich doppelt so stark erwärmt hat wie der Rest der Welt. Und tatsächlich haben wir den Fall, dass wir in diesem Frühling, in diesem Frühjahr, gerade in Sibirien, Temperaturen gemessen haben, die unnormal sind, die über 30 Grad liegen. Und darüber wundern wir uns alle sehr. Und das ist eine Folge von einer Klimaerwärmung, die wir auch im Boden sehen können. Das ist nämlich so, dass natürlich auch die Lufttemperatur steuert auch die Bodentemperatur. Wir haben natürlich diese isolierenden Schichten dazwischen wie Vegetation, also die Pflanzenwelt oder auch den Schnee. Aber wir können erkennen, dass sich gerade der kalte Permafrost, also der weit im Norden liegt, wenn wir uns mal den Punkt hier von Grönland anschauen, das Bohrloch 356 hier liegt also hier oben, in Nordgrönland, da sehen wir eine ganz starke Erwärmung. Es war zwar einer der kältesten Permafrostregionen sozusagen, aber die Erwärmung ist sehr stark. Dramatischer ist es aber sogar in den südlichen Permafrostregionen, wo wir Temperaturen im Untergrund haben, die nah bei 0 Grad liegen. Und auch wenn die Erwärmung da vielleicht nicht so stark ist, haben wir hier den Fall, dass sich Permafrost wirklich einfach auflösen, also zurückbilden kann und wir bei über 0 Grad keinen Permafrost mehr vorhanden haben. Und sich damit eine Menge verändert, was zum Beispiel auch den Grundwasserfluss angeht. Also die Hydrologie, die Pflanzenwelt, die Tierwelt hat da einen starken, wird davon beeinflusst, aber natürlich auch die Menschenwelt. Jetzt möchte ich euch noch ein Video zeigen, was wir aufgenommen haben in Westalaska, um einfach mal zu zeigen, wie tauender Permafrost sich so anhört und wie sich das tatsächlich auch anfühlt, wenn man da stecken bleibt im Schlamm. Wir sind also hier gerade an so einer Permafrostwand am Arktischen Ozean und dort können wir das Tauen hören. Also es klingt fast wie ein Fluss, der runtergeht. Es ist auch wirklich so, dass da der Schlamm, damit auch Nährstoffe und auch Kohlenstoff direkt ins Meer hinein gespült wird. Da sehen wir auch so einen Schlammstrom daneben, der matschig ist und das Arbeiten manchmal erschwert. Und jetzt nochmal der Blick aufs Meer. Also es wird wirklich, wenn es aktiv, gerade in den kurzen Sommermonaten, die aber eigentlich auch länger werden und auch dieses Meereis wird quasi, die Meereisbedeckung wird kürzer, die Zeit, in der das Meereis bedeckt ist. Und entsprechend ist die Küstenerosion hier auch stärker. Aber, Vielleicht kurz eine Frage dazu, wo du das gerade gezeigt hast. Kam gerade noch eine Frage im Chat. Und zwar, also wie empfindlich ist denn dieser Permafrost überhaupt? Ich denke mal, es soll halt ungefähr darauf hinauslaufen. Also wie schnell passiert das denn? Oder wie lange muss die Temperatur ein bestimmtes Maß überschreiten, damit man halt solche Phänomene sieht, wie du sie gerade gezeigt hast? Kannst du dazu was sagen? Ja, das hängt von so vielen Temperaturen, von so vielen Faktoren ab. Zum einen natürlich die Temperatur im Untergrund. Wie nah ist sie bei 0 Grad? Und ab wann beginnt das Tauen, aber auch, wie ist die Hanglage? Die Hangneigung zum Beispiel in diesem Fall habe ich von einer recht besonderen, von einem besonderen Phänomen gesprochen, was an Küsten oder an Flüssen entsteht, wenn wir auch entsprechenden Hang haben, ein Relief haben, wo es mit dem Tauen anfängt und dann sich quasi verstärkt über die Zeit hinweg, wenn erstmal so eine Dunkelfläche anfängt zu tauen, kann ich das recht schnell zu einer Taurutschung entwickeln.
Insgesamt ist es so, dass der Permafrost das Tauen graduell von oben vor allem passiert, also von bei dieser sehr flachen arktischen Landschaft, die sogenannte Auftauschicht, also die oberste Schicht, die jeden Sommer auftaut, zunehmend tiefer taut und früher anfängt zu tauen und entsprechend die Zeit zunimmt, in der der Permafrost tauen kann von oben. Diese Auftaurutschung sozusagen, die wir jetzt hier sehen, die sind recht besondere, aber eben sehr imposante Erscheinungen von Permafrosttauen. Andere Erscheinungen von Permafrosttauen sind zum Beispiel die Seen, die sich entwickeln. Wir haben das mal im Experiment nachgebaut, um das auch uns und vor allem aber auch Laien verständlicher zu machen und haben Permafrost selber hergestellt und haben von einem Abend, einen Sommerabend hier in Potsdam Permafrost tauen lassen und wir sehen da ja recht simpel, dass da dieses Absacken des Grundes, der Oberfläche auch starke Effekte haben kann auf die Infrastruktur, die wir da zum Beispiel bauen. Denn die Arktis ist nicht unbelebt, sie ist bewohnt auch von den Menschen, auch von vielen indigenen Völkern, die da schon lange leben und Traditionen verfolgen. Und wir bauen wir bauen Infrastruktur in Form von Straßen, in Ölpipelines, Häusern und so weiter. Und dieses Absacken des Untergrundes durch das Tauen und das Schmelzen des Eises und Tauen von Permafrost hat hier einen ganz direkt sichtbaren Effekt. Wenn ihr unten rechts mal schaut, also das ist ein Häuschen oder eine Siedlung direkt an der Küste in Westalaska und die Küstenerosion tut ihr Übriges, sodass sich dann hier auch ganze Dörfer umgesiedelt werden müssen. Ja, nach Josis Einführung, was Permafrost ist, möchte ich jetzt ein bisschen darüber sprechen, wie das auf uns beeinflusst. Und vielleicht haben einige von euch das in letzter Zeit auch gesehen. Permafrost war wieder vermehrt in den Nachrichten. Also eine Nachricht jetzt hier links ist schon ein bisschen älter, dass sich Permafrost erwärmt. Das hat Josefine auch gezeigt. Und die Nachricht rechts hier vor einem Monat war nicht so schön, wo eben Diesel in einen Fluss bei Norilsk ausgeflossen ist. Und das macht es jetzt ziemlich, der Permafrostboden oder das Tauen des Permafrosts macht es einerseits schwierig, diese Ölkatastrophe aufzuräumen, weil der Boden halt getaut ist in die ersten 50 Zentimeter. Und auf der anderen Seite hat wahrscheinlich der Permafrost auch ein bisschen damit zu tun, dass es zu dieser Ölkatastrophe gekommen ist. Denn man muss sich vorstellen, wenn man Infrastruktur oder Häuser auf eisreichem Permafrostboden hat und der Permafrost dann taut, dann senkt sich der Boden ab und damit wird auch der Untergrund für die Häuser oder eben dann Öltanks instabil. Und so kann natürlich das auch Öltanks dann beeinflussen oder die können dann halt ein Loch kriegen. Zwei andere Nachrichten, eben die vor einem Monat zum Beispiel in den Nachrichten waren, war diese Hitzewelle in Sibirien, da hat Josefine ja schon drüber gesprochen. Und das führt halt tatsächlich auch dazu, dass der Permafrost dann vermehrt taut. Wenn wir Temperaturen von mehr als 30 Grad über dem Polarkreis haben, ist das schon sehr, sehr hoch. Und das führt dann auf der anderen Seite auch ein bisschen dazu, dass wir vermehrt Waldbrände und auch Tundrabrände in Sibirien haben. Und wir hatten schon 2019 war schon ein Jahr mit extrem vielen Tundra- und Waldbränden in Sibirien. Und das hat für den Permafrost von dem her, ist das von Bedeutung, weil das halt die Vegetationsschicht verbrannt oder wegbrannt. Und die Vegetation ist eigentlich noch so ein bisschen eine Isolationsschicht zwischen den warmen Lufttemperaturen und dem Permafrost darunter. Also das heißt, wenn wir jetzt wieder viele Wald- und auch Tundra-Brände haben, führt das dann auch dazu, dass der Permafrost weiter tauen wird. Ja, die Frage ist natürlich, warum betrifft uns das? Also was hat das mit uns zu tun, wenn es in Sibirien brennt oder wenn der Permafrost taut? Und die Antwort ist, dass im Permafrost sehr große Mengen an Kohlenstoff gespeichert sind. Wir haben große Mengen an organischer Substanz, die im Boden gespeichert sind. Und das ist halt dann, wird dann freigesetzt.
Ja, hier ist jetzt so ein Bild, wo wir sehen, wo wir so einen Permafrost-Aufschluss noch sehen, wo wir die Vegetation, die da raushängt oder noch drinsteckt. Und das haben wir auch bei anderen Beispielen, sehen wir das noch. Hier zum Beispiel links ist ein Permafrost-Bohrkern, den haben wir aus Alaska beprobt. Und die dunklen Flecken in diesem Kern sind eben so organisches Material, das eigentlich nur leicht zersetzt ist. Und man kann sich so vorstellen, dass wir haben fossiles oder abgestorbenes Tier- und Pflanzenmaterial, das dann da im Permafrost gespeichert ist. Und das ist über Jahrtausende in diesem Permafrost gespeichert. Hier sieht man zum Beispiel ein ganzes Holzstück, das in 1,10 Meter Tiefe im Permafrostkern, das ist ein anderer Bohrkern aus Alaska, eingefroren ist. Und das Holzstück hier zum Beispiel ist kaum zersetzt. Und man muss sich das so vorstellen, wenn man einen Apfel hat zu Hause und man legt den Apfel in den Früchtekorb oder in den Garten und lässt den dort einfach liegen für eine ganze Weile, dann beginnt er zuerst faul zu werden. Und irgendwann zersetzt er sich, die organische Substanz wird zersetzt. In der Arktis ist es aber so, dass eigentlich die Temperaturen zu kalt sind. Das heißt, wenn vor ein paar tausend Jahren Pflanzen- oder Tierreste abgestorben sind, dann haben die sich nicht vollständig zersetzt, sondern die wurden eben nicht zersetzt und sind dann eigentlich vom Permafrost, wurden dann im Permafrost einverleibt und dort gespeichert. Und da zum Beispiel auch mit Tierresten, also wir sehen hier, wir haben einen Mammutknochen gefunden in Sibirien und teilweise, oder einmal wurde sogar ein ganzes Mammut mit Haaren noch gefunden. Und das zeigt einfach, dass dort organische Substanz, organisches Material im Permafrost ist, das halt nur leicht zersetzt wurde. Also wir haben organisches Material oder viel Kohlenstoff in diesem Permafrost gespeichert, das eigentlich eine sehr gute oder hohe Qualität noch hat. Und das bringt uns natürlich dann dazu, wenn jetzt dieser Permafrostboden taut, wird plötzlich dieses organische Material wird wieder zur Verfügung gestellt. Also das organische Material oder der Kohlenstoff, der über Jahrtausende eingefroren war, steht plötzlich wieder zur Verfügung. Und das ist natürlich dann auch für die Bakterien und Mikroorganismen, die in diesem Permafrost sind, ein gefundenes Fressen. Also die können das dann abbauen. Hier sieht man so ein kleines Bild, also so ein schematisches Bild, das halt dann die Mikroorganismen eben diesen neu freigesetzten, sehr alten Kohlenstoff dann eben abbauen können. Und damit kommen wir eigentlich zur Problematik, was das mit uns zu tun hat. Also es ist dann so ein selbstverstärkender Rückkopplungsmechanismus oder auch ein positiver Kreislauf. Auf der einen Seite haben wir Klimaerwärmung und Temperaturanstieg. Und das führt natürlich dazu, dass der Permafrostboden taut. Und wenn wir diesen kohlenstoffreichen Permafrostboden haben, der taut, wird eben dieser Kohlenstoff oder wird dieser Kohlenstoff wieder zur Verfügung gestellt. Und dadurch kann dieser Kohlenstoff dann von Mikroorganismen abgebaut werden. Und da kommt eigentlich dann der letzte Schritt. Bei der Zersetzung dieses Kohlenstoffs werden Treibhausgase wie CO2, also Kohlenstoffdioxid, oder Methan freigesetzt. Und dies wiederum führt halt zu einer erhöhten Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre. Also wir sehen hier, wir haben hier einen positiven Kreislauf, wo tauender Permafrost eben zusätzliche Treibhausgase in die Atmosphäre freisetzt und somit auch das globale Klima beeinflusst. Und ich möchte jetzt hier noch einen kurzen Satz über Methan sagen, also CH4. Methan ist eigentlich noch ein viel stärkeres Treibhausgas als Kohlenstoffdioxid. Und Methan bildet sich vor allem in sauerstoffarmen Bedingungen. Und auch die haben wir im Permafrostboden. Also wenn man jetzt hier dieses Bild sieht, diese eisreiche Klippe, und wenn diese Klippe taut und das Eis schmilzt, bilden sich halt auch viele Seen im Permafrost. Und dadurch wird dann das Methan auch dadurch wird der Kohlenstoff dann auch als Methan freigesetzt, weil eben im See oder im Untergrund unter dem See der Kohlenstoff als Methan zersetzt wird.
Ja, hier haben wir noch ein kleines Bild von so von kleinen Tümpeln oder Seen, die sich im Permafrost bilden, wenn diese Eiskeile schmelzen. Ja, die Frage ist natürlich, wie viel Kohlenstoff haben wir im Permafrost? Und hier ist so ein bisschen eine schematische Abbildung. Ich werde jetzt da nicht auf alle Zahlen eingehen, aber was hier unter Frozen Ground betitelt wird, diese 822 Gigatonnen, das sind 822 Billionen Kilogramm Kohlenstoff, die wir heute noch im Permafrost gespeichert haben. Und diese Zahl ist eigentlich, die ist unfassbar groß, also ist eigentlich schwer vorzustellen, wie viel das ist. Und wir haben hier aber einen ganz guten Vergleich. Wir können das vergleichen mit dem Kohlenstoff, der in der Atmosphäre ist. Diese 829 Gigatonnen. Also wir können sagen, wir haben im Permafrost nochmal so viel Kohlenstoff eingelagert oder eingefroren, wie wir im Moment schon in der Atmosphäre haben. Also es heißt, der Permafrostboden und das Tauen des Permafrostbodens hat hier eigentlich ein großes Potenzial, noch vermehrt Kohlenstoff freizusetzen. Ich möchte hier aber auch erwähnen, dass jetzt nicht alles oder der ganze Kohlenstoff aus dem Permafrost dann als Treibhausgas in die Atmosphäre gelangt. Aber es zeigt doch, auch wenn nun ein gewisser Anteil dieser 822 Gigatonnen freigesetzt wird, ist das doch schon ein beträchtlicher Anteil. Und Modellstudien haben berechnet, dass etwa bis 2100 der zusätzliche Temperaturanstieg von Permafrost-Kohlenstoff so gegen die 0,2 bis 0,3 Grad beträgt. Das klingt jetzt auf den ersten Moment vielleicht nicht so viel, ist aber doch auch schon nicht zu vernachlässigen. Vor allem auch, wenn man denkt, dass bisher dieser Kohlenstoff oder Permafrost-Kohlenstoff nicht wirklich in die Klimamodelle eingeflossen ist. Ja, wie wissen wir eigentlich, wie viel Kohlenstoff wir im Permafrost haben? Dafür fahren wir nach Sibirien und Alaska und nehmen Bodenproben. Und hier jetzt so ein bisschen ein paar Bilder auch zur Auflockerung. In der Mitte sieht man so ein Feldcamp in Sibirien, wo wir gerade Abendessen, oder in der Mitte unten ist es beim Frühstück. Und das ist auf einer Sommerexpedition und kann dann auch schon durchaus teilweise immer noch ein bisschen abenteuerlich. Rechts. Also wir sehen, dass es ziemlich windig war jetzt zu diesem Zeitpunkt, dass wir da gefrühstückt haben. Manchmal ist es auch schönes Wetter, wie rechts in Alaska, wo Josephine mit so einem typischen Permafrostbohrer gerade einen Bohrkern bohrt. Oder links oben sind wir am Proben von diesem Sobo-Sisse-Cliff, wo wir mit einem Handbohrer die Permafrostbodenproben sammeln. Die nehmen wir dann nach Hause und analysieren sie im Labor. Wir machen allerdings nicht nur Expeditionen im Winter, sondern auch im Winter. Und hier sieht man so drei Bilder von Winterexpeditionen, wo die Bedingungen noch ein bisschen harscher sind. Man sieht links unsere Kollegin Olga aus Bremerhaven, wie sie eben gerade mit so einem Handbohrer Permafrostproben sammelt. In der Mitte ist Josephine in Alaska und rechts ist es, bin ich mit einem Gefährt, wie man sich halt im Winter in Sibirien sofort bewegt. Aber um nochmal zurückzukommen zum Kohlenstoff. Also Kohlenstoff ist so ein bisschen ein Thema, das ein bisschen schwer zu fassen ist und auch schwer ist, Bilder zu zeigen. Aber wir haben hier jetzt ein kleines Video, das eigentlich ganz schön zeigt, wie Methan freigesetzt wird. In einem See, das ist in einem See, im Permafrostgebiet, der oben mit 1 bis 2 Meter dicker Eisschicht bedeckt ist. Und im Eis sehen wir so Gasbläschen. Und diese Gasbläschen sind eben Methanbläschen, die unter sauerstoffarmen Bedingungen in diese unterhalb des Sees freigesetzt werden oder im See freigesetzt werden. Im Sommer blubbert es dann ab und zu im See und im Winter werden diese Gasbläschen halt eben im Eis eingefroren. Und dass das tatsächlich Methan ist und nicht irgendwelche Luftbläschen, zeigt eigentlich dieses Video. Es ist auch auf einem See in Alaska, wo dann so eine Methanblase oder so eine Methanblase angeschlossen wird.
drink milk. Ah. Wow. Also man sieht, also in diesen Zellen wird tatsächlich Methan freigesetzt. Und die Relevanz des ganzen Themas oder eben von Kohlenstoff im Permafrost ist tatsächlich, dass es auch uns betrifft. Also was in der Arktis passiert, bleibt halt nicht in der Arktis. Wir haben, wie Josefine gesagt hat, diese Sobo-Sise-Klippe, die bis zu 15 Meter pro Jahr erodiert und viel Kohlenstoff auch freisetzt. Und das ist so ein bisschen dieses Permafrost-Tauen oder diese Permafrost-Degradierung und dieser Kohlenstoff, der aus dem Permafrost in die Atmosphäre kommt, das können wir eigentlich nicht mehr steuern, das können wir nicht wirklich beeinflussen. Hingegen auf dem Foto rechts, wie viel Kohlenstoff wir zum Beispiel in der Stadt wie Berlin freisetzen oder wie viel Kohlenstoffdioxid wir freisetzen, da haben wir noch ein bisschen Kontrolle darüber. Und das ist auch quasi der Punkt, wo wir noch ein bisschen auch das Klima dann in der Arktis beeinflussen können oder einfach versuchen können, die Klimaerwärmung auf ein Minimum zu begrenzen, sodass nicht noch zusätzlich Kohlenstoff vom Permafrost in die Atmosphäre gelangt. Ja, und deshalb ist eben eine wärmere Arktis und auch tauender Permafrost ist wichtig auch oder betrifft uns auch und ist eben dann auch eine globale Herausforderung. Ja, und somit sind wir, glaube ich, schon bei der Vorschau fürs nächste Mal. Ja, wir freuen uns gleich auf eure Fragen und wollen aber vorher noch ankündigen, dass wir nächste Woche auch nochmal über Permafrost sprechen wollen. Über Dauerfrostboden, Ingmar Nitze und Matthias werden zusammen, sorry für die Krähen hier, über Permafrost sozusagen im Wandel sprechen, wie hat sich Permafrost über die Zeit verändert. Ingmar im Speziellen schaut von oben drauf mit Satellitenbildern und macht Trendanalysen, um zu zeigen, wo er sich am stärksten verändert und die Landschaft beeinflusst. Und damit bedanken wir uns ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit und freuen uns auch eure Fragen. Ja, super. Vielen, vielen lieben Dank für den interessanten Vortrag und auch tolle Bilder, die man ja nicht so alltäglich sieht. Es ist mal schön, euch auch bei der Arbeit zu sehen unter den Schneebrillen. Sieht man jetzt nicht, wer da drunter ist. Gut, dass ihr es dazu gesagt habt. Wir haben auch tatsächlich ein paar Fragen noch im Chat und ich fange mal mit der ersten an. Die erste Frage war, wenn ihr diese Bodenproben nehmt, wie tief bohrt ihr denn dann da ungefähr? Das kommt ganz darauf an. Also mit so einem Bohrer, wie ich auf dem Foto gezeigt habe, wo Josefine gebohrt hat, kann man maximal 3 Meter bohren. Also wir versuchen so 2 Meter bis, so um die 2 Meter zu bohren. Und das geht eigentlich ganz gut. Und wenn man tiefer bohren will, braucht man dann schwereres Gerät. Wurde aber auch schon gemacht, im Winter vor allem. Ja, echt spannend. Danke für den interessanten Vortrag. Ich bin ja Mikrobiologe und was mich dann da besonders interessiert, also wenn man jetzt sieht, dass diese alten organischen Reste aus dem Boden quasi aufgetaut werden, aus Urzeiten quasi. Also macht ihr da auch, oder ihr jetzt nicht persönlich, aber andere Leute, untersuchen die quasi auch, ob da mikrobielle Reste aus grauer Vorzeit sozusagen noch dran sind, ob man eventuell was über vergangenes Leben so ein bisschen lernen kann und ob damals irgendwie was anders war als heute, wenn man jetzt die Bakterien zum Beispiel sich anschaut, die heute das zersetzen. Wisst ihr da was drüber? Ja, auf jeden Fall. Die Paläontologie oder auch Mikrofossilanalyse ist da ganz stark und wir nutzen die mittleren und auch die Kleinstlebewesen, um da über die vergangenen Bedingungen was zu erfahren und über die dazu gehören. In meinem Fall, ich habe an Thekamöben gearbeitet oder die Kollegen in Russland vor allen Dingen und dann aus Tarkoden, also Muschelkrebs hin. Ja, also aber auch genau sogar mit DNA-Analyse und an Bakterien arbeiten Kollegen, um hier mehr zu erfahren und auch nicht nur über die Zusammensetzung der mikrobiellen Gemeinschaft und das frühere Leben, denn wir schauen ja in die Vergangenheit, indem wir da in so tiefe Ablagerungen gucken, sondern auch zu schauen, wie anfällig ist der Kohlenstoff in dem Permafrost und wie schnell kann er zersetzt werden, wenn er sich erwärmt und ist es überhaupt noch lecker für die Bakterien sozusagen. Und Entschuldigung, wenn ich nochmal nachfrage, könnt ihr was dazu sagen? Also wie schnell das dann wirklich geht, sobald der halt verfügbar wird? Also geht das wirklich sofort, dass das dann verwertet wird oder wie schaut das aus?
Ja, was man sagen kann, ist, dass egal wie alt der Permafrost ist, ist es immer noch genauso schnell setzbar oder also egal wie alt die Ablagerungen sind, ist, also es wird immer noch genauso gut setzt. Nein, also ja, Matthias, hast du noch eine Ergänzung? Ja, nicht wirklich. Also am Anfang, man hat halt, das Material wird halt ziemlich, also ich habe jetzt gerade die Zeitskala nicht im Kopf, aber das nimmt dann halt auch ab. Also am Anfang hat man so ein bisschen Peak und wird das zersetzt und dann nimmt es ein bisschen ab. Also vor allem beim Kohlenstoffdioxid wird dann, wenn man die Freisetzung von CO2 misst, hat man am Anfang so ein bisschen Peak. Ja, aber ob die Po 100 Jahre alt war oder 1000 Jahre oder noch älter, macht den Mikroben da wenig aus, interessanterweise. Eine weitere Frage war, ob denn jetzt die Tundra grüner wird, wenn es wärmer wird. Ja, das ist eine gute Frage. Da wird auch viel geforscht darüber. Das kommt immer darauf an. Also tendenziell gibt es sicher Orte, wo die Tundra grüner wird, weil wir eben dann mehr Vegetation haben, auch vielleicht mehr, mehr Büsche, die dann, oder ja, genau, mehr Büsche, die da wachsen. Da kann dann sicher vielleicht auch nächste Woche noch Ingmar Nitze drüber sprechen, der da mehr drüber arbeitet. Es gibt aber auch Plätze oder Orte in der Arktis, wo es dann eben nicht unbedingt grüner wird. Also wenn wir dann eben einen großen Tau-Event haben oder wo was hangrutschungsmäßige Ablagerungen haben, wo wir dann halt nicht viel Vegetation, sondern eben viel Schlamm haben, dann wird es dann halt eher brauner anstatt grün. Ja, sehr spannende Frage, finde ich auch. Ich habe ja an Seen gearbeitet und da sind es auch so, dass sie quasi in einigen Regionen stärker auslaufen, weil sich die Landschaft verändert, können Seen eben auch sehr schnell drainieren oder auslaufen. In anderen Regionen bilden sich Seen und dehnen sich auch durch Permafrosthauen. Also es ist ein sehr komplexes System und genau die Frage nach Verbraunung oder Vergrünung der Tundra-Landschaft ist gerade recht aktuell. Weil sich auch der Untergrund sich mit der Hydrologie so verändert. Also in manchen Regionen sackt der Grundwasserspiegel quasi ab, weil Permafrost verschwindet oder ja in Teilen löchrig wird sozusagen. In anderen Regionen wird es eher nässer, weil es sich mehr staut. Dann nochmal dazu eine Frage. Also es ist dann recht schwierig, auch die Permafrostböden zu modellieren, um Vorhersagen zu machen, eben wegen dieser Dynamik? Oder gibt es da schon relativ robuste Tools, wie man da vorhersagen kann, was in Zukunft passieren wird? Also das ist natürlich relativ komplex immer noch. Und was sehr schwierig ist, ist halt zu wissen, wie viel Eis ist im Boden. Und das macht halt dann auch ein, das ist sehr wichtig auch, also wie verändert sich der Boden, wie viel zum Beispiel sagt er zum Beispiel ab, wie viel Wasser ist denn da frei, das ändert auch die Hydrochemie. Also das ist schon noch relativ schwierig zu sagen, wie sich jetzt ein Boden, sag ich mal, entwickelt. Es gibt jetzt mittlerweile aber Modellierungen, die das versuchen zu, also eben zu modellieren. Also es gibt jetzt da Versuche oder die, nicht nur Versuche, sondern die haben es schon gemacht. Und ja, das ist auch ein Teil, wo gerade intensiv eigentlich dran gearbeitet wird. Ja, super. Noch eine Frage. Also es kommt jetzt noch einiges rein hier. Finde ich auch ganz spannend. Also die Frage ist, wie alt so ein Permafrostboden denn überhaupt sein kann? Also macht er da irgendwie Datierungen? Gibt es da quasi so ein Maximalalter oder wie schaut das aus? Ja, wir machen Datierungen. Das kommt so ein bisschen auf die Ablagerung drauf an, also was wie so Boden jetzt im Norden Alaska an der Küste haben wir so ein Holozänes Alter, also so maximal 10.000, 11.000 Jahre. Es gibt aber auch Ablagerungen in Sibirien und auch ein bisschen in Alaska, die sind wesentlich älter, also die sind dann 40.000, 50.000 Jahre alt und das sind halt die Gebiete, die während der letzten Eiszeit nicht vergletschert worden sind. Also ja, vielleicht kann Josi noch was dazu sagen. Ja, es gibt auch Regionen, die noch schon noch sehr viel länger, also in Zentralsibirien zum Beispiel, den kalten Bedingungen ausgesetzt werden konnten und man sagt, dass Permafrost bis zu 2,5 Millionen Jahre alt sein kann.
Das kann man in dem Sinne nicht wirklich messen. Aber das erschließt sich aus der Annahme, wie weit es keine Vergletscherungen in der Region gab und wie tief der Permafrost auch gefroren ist. Vielleicht habe ich das gar nicht erwähnt, dass bis zu 1,5 Kilometer tiefe Permafrost vorhanden sein kann. Also da kommen wir dann schon irgendwann in die Region, wo es wieder von unten warm wird. Und deswegen auch kann er nicht tiefer gefroren sein. Aber das ist in Zentralsibirien, da wo gerade so die Hitzewelle unterwegs ist, eben der Fall. Dann war noch eine rein praktische Frage im Chat. Wenn da jetzt so viele Seen auf dem Permafrostboden sind, wie kommt ihr denn dann überhaupt zur Beprobung voran? Eine gute Frage. Eigentlich ganz praktisch. Man kann die Seen nämlich auch als Landefläche nutzen, um mit dem Wasserflugzeug in viele Ecken zu kommen. Also wenn wir im Sommer unterwegs sind, dann gerne ja, aus der Luft anreisend. Im Winter ist es sogar noch einfacher, denn da sind die Seen zugefroren. An der Oberfläche auf jeden Fall. Und dann kann man ja mit Skidos, also mit Schneemobilen unterwegs sein. Oder auch, wie Matthias meinte, mit schwereren Kettenfahrzeugen. Ja, also eigentlich sind sogar Winterbedingungen einfacher für unsere Feldarbeiten. Schwieriger ist eher die nasse Tundra, wenn es dann diese Büschel gibt, die so ja, nass sind. Also Warthosen ist eine gute Kleidungsoption hier. Das heißt, das ganze Equipment bringt ihr dann alles mit und seid da komplett ausgestattet oder bekommt ihr notfalls vor Ort auch Hilfe und Unterstützung? Ja, das ist ganz wichtig, dass wir da mit Partnern vor Ort arbeiten. Und in Sibirien haben wir auch in Lena da zum Beispiel eine Station, diese Maulaufstation, von der aus die Operationen stattfinden können. Und unsere Partner vor Ort, auch in Alaska, haben, also wir können nicht ohne Partner und das ist ganz wichtig und wir sind da ganz gut auch aufgestellt, die Kontakte und die Freunde sozusagen zu haben. Ja, echt spannend. Also es gab, glaube ich, noch eine Frage, wie sich dem entgegenwirken lässt, dem Schmelzen des Permafrosts. Ich meine, wahrscheinlich relativ eindeutig, was wir da machen könnten. Aber was mir gerade noch einfällt, was ich auch noch interessant finde, also man redet ja immer über die Kipppunkte zum Beispiel. Ich habe ja auch erzählt, wie viel CO2 noch gebunden ist und das Methan halt im Permafrost. Also habt ihr irgendeine Art von, also gibt es irgendwelche Art von Schätzungen, wie viel man noch theoretisch davon freisetzen kann, bevor halt wirklich irreversible Prozesse in Gang gesetzt werden? Gibt es da Schätzungen von euch? Ja, also das ist ein bisschen schwer zu sagen. Also die Frage ist halt, was ist irreversibel? Und wenn wir jetzt so eine Klippe haben in Sibirien, das ist irreversibel, wenn die erodiert. Also das ist dann schon, jetzt, ich sag mal, für diese Permafrost-Klippe war das schon, also gibt es da kein Zurück mehr. Fürs globale Klima ist es natürlich ein bisschen schwieriger zu sagen. Wie viel da jetzt noch zusätzlich vom Permafrost dazukommen kann. Also wie viel Treibhausgasemissionen vom Permafrost dazukommen können, bevor wir einen Kipppunkt erreichen, wenn wir den Kipppunkt noch nicht erreicht haben. Also wir selbst können da jetzt keine genaue Schätzung machen, wann das sein wird oder wie viel das noch beträgt. So. Ja, alles klar. Ja, im Moment gab es jedenfalls keine Fragen mehr aus dem Chat. Wir haben jetzt auch unsere Dreiviertelstunde ungefähr gut rum. Aber nächste Woche geht es ja auch dann nochmal gleich weiter mit ähnlichen Themen. Das heißt, wäre schön, wenn ihr dann auch wieder alle einschaltet. Das heißt, wir kommen hier so langsam zum Ende. Sage ich nochmal euch vielen Dank, Matthias und Josephine. War sehr interessant wieder. Und wir freuen uns auf die nächste Woche, wo es weitergeht mit dem Permafrost. Und genau, dann kommt jetzt nochmal einmal zum Abschluss, dass ihr hoffentlich nächstes Mal wieder dabei seid bei da-da-da-da. Alles klar. Dann vielen Dank und euch allen noch einen schönen Abend. Danke. Tschüss. Mhm.